Sabine Schnakel, du beschäftigst dich intensiv mit dem Thema Wohlstand. In 2 bis 3 Sätzen, was bedeutet Wohlstand für dich? Wohlstand bedeutet für mich neben dem materiellen Wohlstand, dass ich keine Existenzängste haben muss, dass ich mich versorgt fühle, auch ich sag mal, dass ich eine Familie habe, dass ich gesund bin, dass ich auch so leben kann, dass ich meine Meinung äußern kann, dass ich freie Entscheidungen treffen kann. Und das ist für mich Wohlstand und ich bin auch froh, dass ich in so einer Situation bin, weil wenn man sich so die Weltlage anguckt, dann denke ich, ist das nicht selbstverständlich. Und in 2 bis 3 Sätzen, was bedeutet denn Wuppertal für dich? In Wuppertal bin ich zu Hause. Ich habe in Wuppertal nicht meine familiären Wurzeln, aber ich wohne schon seit über 20 Jahren in Wuppertal und ich lebe gerne in Wuppertal, weil ich finde, dass Wuppertal nicht auf den ersten Blick schön ist, dass Wuppertal aber sehr spannend ist, dass es viele schöne Ecken gibt, dass es viele spannende Projekte gibt, auch viel ehrenamtliches Engagement. Und von daher bin ich gerne in Wuppertal und ich liebe die Schwebebahn. Du arbeitest im Projekt Wohlstandstransformation Wuppertal als Praxispartnerin mit. Was möchtest du mit deiner Tätigkeit in Wuppertal bewirken? Also ich arbeite bei der WSW eher im Bereich Produktmanagement, bin verantwortlich für die Verkehrsplanung und Verkehrssteuerung und ich möchte gerne den Menschen in Wuppertal Mobilitätsangebote machen, mit denen sie auch ohne Auto sich in der Stadt bewegen können. Ich finde, dass der öffentliche Personennahverkehr wirklich eine sehr große Rolle für eine Stadt ist, dass es ein wichtiger Standortfaktor auch ist und ich möchte einfach meinen Beitrag zu einer umweltfreundlichen Mobilität in Wuppertal leisten. Und was findest du, läuft bisher denn gut in eurem Projekt? Gibt es da so 2 bis 3 Highlights? Also in Wuppertal, denke ich, haben wir nach wie vor einen sehr guten öffentlichen Personennahverkehr. Wir haben auch einen modernen Nahverkehr, den wir ständig weiter verbessern. Wir haben jetzt die neuen Schienenbahnzüge bekommen, die sehr modern sind. Wir sind in der letzten Etappe zu einem neuen Busbahnhof. Wir werden halt auch ein neues Eingangstor in Wuppertal bekommen mit einem neuen modernen Busbahnhof. Wir sind viel in Digitalisierungsprojekten unterwegs, das heißt, wir versuchen auch die Kundeninformationen zu verbessern. Wir sind dabei, WLAN in Bussen einzurichten. Also es gibt mehrere Punkte, an denen wir arbeiten, die einfach den Nahverkehr in Wuppertal modern machen. Und welche Herausforderungen siehst du für die Transformation in Wuppertal? Was könnten dann die nächsten Schritte sein? Also für mich wäre wichtig, dass das, was bisher an Projekten zwischen Praxis und Wissenschaft ja schon angestoßen wurde oder die Projekte, die schon laufen, dass man da Ergebnisse hat, die man auch der Öffentlichkeit präsentiert, dass man einfach zeigt, das bringt was, diese Zusammenarbeit. Und dass man dann im zweiten Schritt guckt, wie kann man das auf andere Gebiete, Bereiche übertragen, beziehungsweise was kann man davon lernen. Wir hatten ja in unserem Projekt das Thema B7-Sperrung und was bedeutet das für eine Stadt und wie kann man diese Ergebnisse dann auch auf andere Städte oder andere Bereiche dann auch übertragen. Das wäre für mich wichtig. Vielen Dank.